China und Europa liefern sich einen Wettkampf um den größten Teilchenbeschleuniger der Welt. CERN plant den Future Circular Collider, China den Circular Electron Positron Collider. Beide mit einem Durchmesser von ca. 100 Kilometern und beide mit den gleichen Forschungszielen. China will schon 2027 mit dem Bau beginnen. Wenn China die Umsetzung des Projekts gelingt, dann könnte das das Ende des Beschleunigers des CERNs und das Ende der Führungsrolle in der Forschung der Teilchenphysik in Europa bedeuten. Wie genau es um die Pläne der Teilchenbeschleuniger steht, warum wir die größeren Beschleuniger brauchen und was die Pläne von China genau bedeuten, das erfahrt ihr in diesem Video und damit willkommen bei Breaking Lab. Jakob hier, los geht's. Teilchenbeschleuniger sind extrem wichtige Werkzeuge in der Wissenschaft. Man setzt sie zum Beispiel in der Medizin ein, zur Strahlentherapie und Diagnostik oder in der Industrie zur Materialanalyse. Ein extrem wichtiger Bereich ist aber auch die Grundlagenforschung. Mit Hilfe von Teilchenbeschleunigern kann der Aufbau von Materie untersucht werden. Und dabei ist dieses grundlegende Prinzip dahinter schon einfach 100 Jahre alt. Für die Grundlagenforschung werden jetzt immer größere Beschleuniger benötigt. Und ein Beispiel ist ja der aus China. Warum wir solche großen Beschleuniger brauchen, dazu kommen wir gleich. Vorher müssen wir uns noch ganz kurz anschauen, wie so ein Teilchenbeschleuniger funktioniert. Also so ein Teilchenbeschleuniger, der besteht im Endeffekt aus einer langen Röhre. Die kann entweder linear sein, also einfach gerade, oder so donutförmig. Und in diesen Röhren oder in dieser Röhre herrscht ein Vakuum. Dann gibt es noch eine Ionenquelle, die erzeugt Ionen, also geladene Teilchen in dieser Röhre drin. Und diese geladenen Teilchen, die werden durch elektrische und magnetische Felder beschleunigt und auf bestimmte Bahnen gelenkt. Bei einer gewissen Geschwindigkeit schießt man sie dann auf ein Ziel. Das kann zum Beispiel ein festes Ziel sein oder zwei getrennte Teilchenstrahlen, die dann miteinander kollidieren. Und dadurch entstehen dann neue Teilchen, die man mit Detektoren misst. Aus den Messungen lassen sich dann Rückschlüsse ziehen. Zum Beispiel, welche Kräfte gewirkt haben oder welche Teilchen beteiligt waren. Und je höher dann die Geschwindigkeit oder die kinetische Energie der geladenen Teilchen ist, desto komplexere Teilchen entstehen. Und dadurch lassen sich grundlegende Wechselwirkungen zwischen Materie untersuchen. Beschleuniger, bei denen zwei getrennte Teilchenstrahlen kollidieren, nennt man Collider. Und die haben einen ziemlich großen Vorteil. Es werden ja beide Teilchenstrahlen beschleunigt und das heißt, es haben auch beide eine kinetische Energie, also Bewegungsenergie, und die addiert sich dann. Und solche Collider, die müssen extrem präzise sein, damit sich diese Teilchenstrahlen treffen. Und das ist vergleichbar tatsächlich mit zwei Nadeln, die aus 10 Kilometern Entfernung aufeinander geschossen werden und sich dann halt perfekt in der Mitte treffen. Und so ein Collider, der ist auch der bisher größte Teilchenbeschleuniger der Welt, der Large Hadron Collider oder kurz LHC vom CERN. Gleich gehe ich auch genauer auf den Wettkampf zwischen Europa und China beim Bau des größten Teilchenbeschleunigers ein, aber vorher habt ihr die Chance, Tickets für einen ganz anderen Wettkampf zu gewinnen, und zwar, der hat einen Umfang von 27 Kilometern. Damit umschließt er eine Fläche von ca. 58 Quadratkilometern. Das ist etwas mehr als die Hälfte der Fläche von Sylt. Ja, sorry Galileo, es gibt jetzt ein neues Maß, um Größen zu vergleichen, und zwar Sylt statt Fußballfeldern. Der LHC befindet sich etwa 100 Meter unter der Erde zwischen Frankreich und der Schweiz. In ihm werden Protonen und Ionen beschleunigt und daher auch das Hadron im Namen, also Hadronen sind eine bestimmte Art von Teilchen, zu der eben auch die Protonen gehören. Eigentlich wurde er gebaut, um grundlegende physikalische Fragen zu beantworten. In der Teilchenphysik gibt es nämlich das sogenannte Standardmodell. Vereinfacht gesagt fasst das unser bisheriges physikalisches Wissen über Kräfte und Elementarteilchen zusammen, und viele Aspekte des Standardmodells wurden auch schon mehrfach durch Experimente bestätigt. Aber es gibt eben auch noch einige Dinge, die mit dem Modell noch nicht erklärt werden können. Und an der Stelle kommt halt der LHC ins Spiel. Der LHC, der soll helfen, diese Fragen zu beantworten. Zum Beispiel könnten Teilchen oder Phänomene gefunden werden, die mit dunkler Materie zusammenhängen. Das ist Materie, die wir nicht sehen können, aber deren Auswirkungen über die Gravitation messbar ist. Der LHC, der könnte auch Hinweise liefern, warum unser Universum größtenteils aus Materie und halt nicht aus Antimaterie besteht. Ein großer Durchbruch gelang 2012, da konnte man mit dem Beschleuniger das Higgs-Boson nachweisen. Das ist ein Teilchen, das die Masse von Materie erklärt. Also es ist sozusagen der Ursprung der Masse. Und das ist tatsächlich ein wichtiger Punkt, da kommen wir später auch nochmal drauf. Vorher müssen wir uns aber noch etwas anderes anschauen, nämlich warum baut man überhaupt so riesige Teilchenbeschleuniger? Kurz gesagt ist der Grund die Energie, also welche Energie die Teilchen im Beschleuniger erreichen können. Zur Erinnerung, je höher die Energie, desto komplexer auch die resultierenden Teilchen. Mehr Bewegungsenergie bedeutet aber halt auch höhere Geschwindigkeiten, und diese Energie, die wächst im gleichen Verhältnis wie der Radius des Beschleunigers und die Stärke des Magnetfeldes. Und das kann man sich vorstellen wie so ein Rennauto auf einer kreisförmigen Rennstrecke, und je schneller
schneller das Auto jetzt fährt, desto weniger scharf darf diese Kurve nur sein. Ist die nämlich zu scharf, dann würde das Auto ja aus der Kurve herausfliegen. Und so ist das auch bei den Teilchenbeschleunigern. Also das Teilchen müsste ja auf einer Kreisbahn gehalten werden. Und wenn die Teilchen schneller werden, dann muss diese Kreisbahn, also der Beschleuniger, auch größer sein. Oder man müsste halt tatsächlich deutlich stärkere Magneten haben. Also mit Magneten werden die auf dieser Bahn gehalten. Und das geht halt einfach ab einem gewissen Level nicht mehr. Jetzt ist die nächste große Frage, können die Teilchen noch mehr Energie kriegen, beziehungsweise wie geht das? Also die Teilchen in solchen Beschleunigern, die erreichen ja schon fast die Lichtgeschwindigkeit. Genauer gesagt sogar über 99,999% der Lichtgeschwindigkeit. Also schon wirklich extrem nah dran. Die Antwort liefert tatsächlich auch Einsteins Relativitätstheorie. Also nach der Relativitätstheorie nimmt die Masse von Teilchen stark zu, wenn sie sich mit fast Lichtgeschwindigkeit bewegen. Und nach seiner berühmten Formel E ist gleich mc Quadrat nimmt dann tatsächlich auch die Energie zu. Und da reichen bei so hohen Geschwindigkeiten schon sehr, sehr kleine Erhöhungen der Geschwindigkeit, damit die Energie stark zunimmt. Das sieht man tatsächlich auch ganz gut in diesem Graphen. Die höchste Energie, die ein Proton im LHC erreicht hat, lag bei 6,5 Tera-Elektronenvolt. Das ist eine interessante Zahl, schauen wir da mal genauer drauf. Also ein Elektronenvolt beschreibt genau die Energie, die ein Elektron erhält, wenn es mit einer Spannungsdifferenz von einem Volt beschleunigt wird. Und den Vergleich, den finde ich krass, der jetzt kommt. Also so ein fliegender Moskito, der hat eine Bewegungsenergie von circa einem Tera-Elektronenvolt. Da klingen jetzt 6,5 Tera-Elektronenvolt extrem wenig. Man muss aber auch eine Sache bedenken, die Energie, die ist ja auf die Größe von so einem Proton komprimiert. Also eine zig milliardenfach kleinere Größe als so ein Moskito. Und das ist dann auch schon einiges. Also diese Energie ist dann schon einiges. Außerdem addieren sich ja die Energien zweier Protonen, wenn sie kollidieren. Dann hat man ja sozusagen schon 13 Tera-Elektronenvolt. Und das eben auf diesem extrem kleinen Volumen von zwei Protonen, das ist schon wirklich Wahnsinn. Aber diese Energie, die reicht tatsächlich trotzdem nicht mehr aus. Also man benötigt für größere Durchbrüche höhere Energien und da kommt der LHC einfach an seine Grenzen. Und an der Stelle kommt quasi die Superlative der Teilchenbeschleuniger ins Spiel und der Wettkampf zwischen China und dem CERN. CERN plant nämlich einen 6-mal leistungsstärkeren Beschleuniger als den LHC, den Future Circular Collider oder kurz FCC. Der soll einen Umfang von 91 Kilometern haben und könnte damit einmal Chicago umrunden. Mit dem FCC möchte man Elektronen und Positronen kollidieren lassen. Das Ziel? Eine Massenproduktion von Higgs-Bosonen. Das sind ja die Teilchen, die der Materie sozusagen ihre Masse geben. Und diese Higgs-Bosonen, die möchte man dadurch präzise erforschen. Außerdem könnten bei so hohen Energien möglicherweise neue Teilchen entdeckt werden. Der Bau, der könnte im nächsten Jahrzehnt beginnen und dann circa 10 Jahre später fertiggestellt werden. Aber da gibt es noch ein großes Problem, also die Kosten. Der Future Circular Collider soll einfach mal 15 Milliarden Schweizer Franken kosten. Und damit wäre er etwa 4-mal so teuer wie der LHC. Der hat so circa 4 Milliarden US-Dollar gekostet. Aber Investoren von dem Projekt zu überzeugen, ist tatsächlich gar nicht so einfach. Also eine Kritik, die man immer wieder liest, ist, dass der LHC dafür nicht genügend Erkenntnisse geliefert hat. Vertreter vom Bundesministerium für Bildung und Forschung haben auch schon Bedenken geäußert, dass eine Finanzierung von Deutschland schwierig werden könnte. Zum einen, weil der Finanzierungsplan noch äußerst vage sei und zum anderen, weil Deutschland schon ein großer Geldgeber ist. Also Deutschland übernimmt immerhin 20% des CERN-Budgets. Und man darf jetzt auch nicht ganz vergessen, dass solche Projekte schon die Tendenz dazu haben, etwas teurer zu werden. ITER, Stuttgart 21, WR, jedes Großprojekt in Deutschland und Europa. Sorry, kleiner Spaß. Wobei ich es irgendwie schon faszinierend finde, wie wirklich so ziemlich alle großen Bauprojekte in den letzten Jahrzehnten komplett aus den Fugen geraten sind. Das ist wahrscheinlich eher was für Ökonomen und Architekten. Ich finde es trotzdem sehr faszinierend. Ich habe mal gehört, das hat ein bisschen was mit dem Vergabeverfahren zu tun. Aber ich bin auch kein Experte. Vielleicht habt ihr da eine Idee. Schreibt mir mal in die Kommentare, wenn ihr mehr dazu wisst. Aber zurück zu CERN. Also CERN arbeitet immerhin gerade an einer Finanzierungsstudie. Nicht-europäische Staaten wie die USA und Japan könnten da tatsächlich eine wichtige Rolle spielen. Es könnte tatsächlich sich da also noch einiges tun, was die Finanzen angeht. Da kommt aber noch ein weiteres Problem hinzu. Auch China plant ja so einen Beschleuniger, den Circular Electron Positron Collider. Wie der Name schon sagt, möchte man auch damit Positronen und Elektronen kollidieren lassen und auch der Zweck ist der gleiche, eine Massenproduktion von Higgs-Bosonen. Der Circular Electron Positron Collider oder kurz CEPC soll einen Umfang von 100 Kilometern haben, aber es gibt zwei wichtige Unterschiede zum FCC. Zum einen soll er deutlich weniger kosten, gerade mal 5 Milliarden US-Dollar, also einfach mal fast ein Viertel von dem FCC. Warum genau der so viel günstiger sein soll, konnte ich da leider nicht herausfinden, aber ein weiterer Unterschied ist auch noch entscheidend. Der Bau, der könnte möglicherweise schon 2027 beginnen und soll gerade mal 10 Jahre dauern. Und damit wäre der CEPC
deutlich früher fertig als der Beschleuniger des CERN. Im nächsten Jahr stellt man die Pläne der chinesischen Regierung vor und die entscheidet dann, ob das Projekt umgesetzt wird. Laut einem Wissenschaftler, der am CEPC und dem FCC beteiligt ist, hat China auch schon einige Bestandteile des Beschleunigers getestet. Und tatsächlich ist der Plan, den Beschleuniger nach 10 Jahren dann zu upgraden und dann könnte er Protonen mit der 7-fachen Energie des LHC beschleunigen. Interessant fand ich da noch, laut einem Bericht im Fachjournal Nature kann China den Beschleuniger tatsächlich ohne große internationale Hilfe bauen, zumindest aus wissenschaftlicher Sicht. Also laut diesem Artikel sind sie nur beim Bau der Detektoren auf Wissenschaftler aus dem Ausland angewiesen, aber zur ganzen Wahrheit gehört dann auch wieder, dass zu 30-50% der Wissenschaftler bei physikalischen Großprojekten in China international sind, also nicht aus China kommen, was natürlich auch erstmal ganz normal ist in der Wissenschaft. Aber ich finde es irgendwie spannend, wie das in solchen Artikeln dann so aufgedröselt wird und was vielleicht auch teilweise dafür Schlagzeilen draus werden. Nach diesem Wissenschaftler auf jeden Fall, der da am chinesischen und am europäischen Teilchenbeschleuniger beteiligt ist, hat China auch schon einige Erfahrungen mit solchen Beschleunigern. Da gibt es nämlich schon einen ähnlichen Beschleuniger, der Beijing Electron Positron Collider. Und solche Erfahrungen, die bringen natürlich einige Vorteile mit sich, wenn man so ein Großprojekt starten möchte. Zusammenfassend kann man sagen, sowohl der CEPC als auch der FCC haben die gleichen Forschungsziele. Beide möchten fundamentale Fragen der Physik rund um das Higgs-Boson beantworten und dazu haben beide noch die gleiche Energie und lassen die gleichen Teilchen kollidieren. Die Frage ist also, wie sinnvoll ist es, zwei solcher Beschleuniger zu bauen? Und was bedeutet dieser Wettkampf jetzt für den Beschleuniger vom CERN? Das schauen wir uns jetzt im großen Aber an. Vorher klickt nochmal kurz auf Abonnieren und aktiviert die Glocke, so verpasst ihr kein Video mehr auf dem Kanal. Die erste Frage ist wahrscheinlich relativ schnell beantwortet. Der Bau und Betrieb solcher Beschleuniger ist ja extrem teuer, immerhin mehrere Milliarden Euro. Und die Finanzierung ist schon bei dem FCC des CERN fraglich. Da ist man eventuell also auf internationale Zusammenarbeit, zum Beispiel mit Japan und den USA angewiesen. Man muss dazu aber auch sagen, dass die Bedenken, die das Bundesministerium zu dieser Finanzierung geäußert hat, gar nicht so überraschend waren. Denn eigentlich gibt es für den FCC auch noch gar keinen fertigen Finanzplan. Also gerade läuft ja noch so eine Machbarkeitsstudie, die wird nächstes Jahr abgeschlossen und danach kann dann erst ein vollumfänglicher Finanzplan gemacht werden. Also, dass zwei solcher Projekte finanziert werden, ist schon eher unwahrscheinlicher und man muss auch sagen, dass tatsächlich wegen den politischen Spannungen es sein könnte, dass andere Länder eher zurückhaltend sind bei der Mitfinanzierung des chinesischen CEPCs. Und die Angaben für diese Kosten liegen zwar gerade bei ein Viertel des Beschleunigers vom CERN, aber einige Experten halten diese Einschätzung auch für unrealistisch. Also, vielleicht wird es dann doch eine kleine Ecke teurer. Naja, fischen wir das mal beiseite. Trotzdem soll der Bau ja deutlich früher starten als der Bau vom CERN. Und damit kommen wir auch schon zu der zweiten Frage. Was bedeutet das für den Beschleuniger vom CERN? Also der LHC, der bisherige Rekordhalter, der läuft laut einem Bericht von Deutschlandfunk Ende der 2030er Jahre aus. Entweder muss man dann einen größeren Beschleuniger bauen oder an anderen Projekten forschen. Wenn der FCC nicht gebaut wird, wäre das wahrscheinlich das Ende des Teilchenbeschleunigers am CERN. Und damit würde China dann eine deutlich größere Rolle in der Teilchenphysik haben als jetzt. Aber es gibt andere Beschleunigerkonzepte als den FCC, wie ja zum Beispiel Linear Collider, die ich am Anfang erwähnt habe. Es soll auf jeden Fall ein Zukunftsprojekt nach dem LHC für den CERN geben. An der Stelle möchte ich auch nochmal darauf hinweisen, es gibt auch allgemeine Kritik an solchen Megabeschleunigern, zum Beispiel das Kosten-Nutzen-Verhältnis oder dass andere Großprojekte vielleicht sinnvoller wären. Das ist etwas, was ich extrem schwer finde einzuordnen. Ich persönlich glaube, eine internationale Zusammenarbeit in der Wissenschaft ist so oder so extrem wichtig. Also von den Forschungsergebnissen profitieren die Menschen ja auf der ganzen Welt, zum Beispiel durch Verbesserungen in der Medizin und Technik. Und das macht es ja auch umso wichtiger, das Wissen zu teilen und zu vereinen, um eben weiter große Fortschritte in der Wissenschaft zu erreichen, was wir in den letzten Jahrzehnten geschafft haben. Ich sehe immer wieder Projekte, bei denen das super funktioniert und die echt krasse Ergebnisse liefern. Und gerade bei den aktuellen politischen Entwicklungen und Krisen auf der ganzen Welt, die man nicht wegreden kann, ist es umso wichtiger, ein globales, wechselseitiges und integratives Forschungsprojekt zu haben, anstatt dass ein einziges Land dieses Projekt umsetzt und damit so ein Monopol hat und dann auch noch ein Land, wo man sagen muss, das sind Entwicklungen, die sind wirklich höchst fraglich und teilweise echt problematisch, was zum Beispiel Menschenrechte angeht, Überwachung angeht und so. Und das kann ja auch helfen, Spannung abzubauen, wie die Vergangenheit immer wieder gezeigt hat. Also die ISS ist für mich so ein tolles Beispiel dafür, wo Nationen zusammengearbeitet haben. Und deshalb hoffe ich, dass es vielleicht eine Kollaboration aus, klar, der EU, den USA, Japan, aber vielleicht ja sogar auch China gibt. Auch wenn das leider aktuell natürlich nicht so aussieht und sehr unwahrscheinlich ist. Aber ich meine, es wäre irgendwie ein schöner Gedanke. Übrigens, wir wurden tatsächlich mehrfach zum CERN eingeladen, was zeitlich bis jetzt leider nie geklappt hat. Und wenn ihr wollt, dann kann ich jetzt aber mal versuchen, das umzusetzen. Also ich
möchte erstmal abklopfen, wie da euer Interesse ist. Dann würde ich da nochmal vorbeifahren. Und wenn ja, wäre für mich natürlich auch spannend, was würdet ihr denn dort gern sehen wollen? Weil ich meine, es waren ja immer mal wieder YouTuber da. Und deswegen möchte ich diesmal wissen, was interessiert euch besonders am CERN? Was soll ich euch da zeigen? Schreibt das gerne mal in die Kommentare. Ansonsten findet ihr hier noch mein Video zum Run 3 vom LHC am CERN. Und ansonsten sehen wir uns wie immer Dienstag und Donnerstag 17 Uhr hier bei Breaking Lab. Macht's gut, euer Jakob.